Grammatik-Apps, um Japanisch zu lernen, sind schlecht. Ohne Ausnahme. Es gibt welche, die sind nicht ganz so schlecht, aber keine ist wirklich gut. Und ich erkläre dir jetzt, warum. Japanisch mit Apps zu lernen ist natürlich immer sehr beliebt. Ich habe in der Vergangenheit ja auch schon mal die meiner Meinung nach 7 besten vorgestellt. Heute will ich aber spezifisch über Grammatik-Apps reden. Das große Problem bei diesen Grammatik-Apps ist nämlich einfach, dass die Übungen dort immer auf irgendeine Art und Weise auf Multiple Choice basieren. Entweder hast du 4 Antwortmöglichkeiten vorgegeben und sollst dir dann bitte die richtige aussuchen, oder du hast irgendwelche Satzbausteine, die du dann zusammenschieben musst, um so den korrekten Satz zu bilden. Aber um das zu machen, musst du die Lösung halt nie kennen, weil du hast ja immer direkt einige Antwortmöglichkeiten vorgegeben und kannst dich daran schon so ein bisschen orientieren. Und dann fällt dir vielleicht ein, wenn du diese Multiple-Choice-Lösungen liest, ah ja, warte, ich glaube, das war so ein bisschen in die Richtung und ich glaube, das könnte es sein. Dadurch kommst du ganz einfach durch diese Aufgaben durch, indem du rätst. Und das bringt dir natürlich beim eigentlichen Lernen nie viel. Das Problem ist, dass ich mir beim Lernen mit diesen Apps immer folgendermaßen vorkomme. Bitte vervollständigen Sie folgenden Satz. Watashi, baka des. Und die Antwortmöglichkeiten sind A. Wa. B. Ni. C. D. D. O. Also ich bin mir ziemlich sicher, C ist das auf keinen Fall. Das kann einfach nie sein. Aber in anderen muss ich jetzt, bin ich am Überlegen. Ja, ich bin mir so ziemlich sicher, dass das A sein muss. Wa. Watashi wa baka des. Gut. Dann logge ich das ein. Und die Auflösung sehen Sie direkt nach der Werbung. Abonniere jetzt Kavalaban und erfahre alles über Japan direkt aus Japan. Gut, jetzt schauen wir mal, ob Antwortmöglichkeit A die richtige ist. Und ja, Sie haben die Frage richtig beantwortet. 100 Yen gehören Ihnen. Weil wenn du jetzt irgendwo in Japan bist und dich mit irgendjemandem unterhältst oder du irgendwo einen japanischen Satz schreiben willst, dann sitzt du halt da und überlegst du diesen Satz, was du sagen willst, aber du bekommst keine Antwortmöglichkeiten vorgegeben und bist dann komplett auf dich alleine gestellt. Und dann wirst du da sitzen, dir wird einfach keine Lösung einfallen, weil du immer auf diese Art und Weise gelernt hast, dass du einen Hinweis bekommen hast, wie du das jetzt richtig sagen kannst. Aber warum machen die Apps das so? Ich kann dir jetzt natürlich keine absolut eindeutige Antwort auf diese Frage geben, aber ich habe so eine Vermutung. Das wird wahrscheinlich daran liegen, dass diese Apps nämlich Geld machen wollen. Und wie macht man Geld? Indem man dem Nutzer ein gutes Gefühl vermittelt. Wenn du jetzt mit so einer App da sitzt und Japanisch lernst, dann freust du dich natürlich, wenn du pausenlos diese positive Rückmeldung bekommst. Ja, du hast das richtig gemacht, du hast das richtig gemacht. Und dann noch so einen kleinen Klaps auf die Schulter. Aber lernen tust du auf diese Art und Weise nie wirklich. Die Apps setzen also darauf, dass du einfach denkst, dass du viel Japanisch gelernt hast, aber wenn du dann mal versuchst, eine Aufgabe zu lösen, die nicht auf diesen Multiple-Choice-Antworten basiert, dann wirst du sehr schnell merken, dass dir das wesentlich schwerer fallen wird und du vielleicht überhaupt nie auf die richtige Antwort kommst. Der Fairness halber muss ich hier allerdings auch sagen, ich habe auch kein einziges kostenloses Angebot gefunden, bei dem das irgendwie besser funktioniert. Weil auch die kostenlosen Ressourcen, die ich bisher gefunden habe, setzen alle auf Multiple Choice und Satzbausteine. Und ich muss sagen, das ist wirklich sehr, sehr schade, weil ich denke mir, es wäre doch schon relativ simpel, das einfach besser zu machen. Was ich mir hier vorstellen würde, was gut funktionieren könnte, wäre einfach, dass du diverse Sätze angezeigt bekommst, in denen dann halt immer das Verb fehlt. Dann bekommst du das jeweilige Verb, das du benötigst, vorgegeben, musst das dann aber komplett von Hand konjugieren. Das würde dann schon von daher besser funktionieren, weil du die Vokabel ja sowieso erstmal separat lernst und jetzt eben wirklich über die Konjugation nachdenken musst und du halt jetzt nie diverse Vorschläge bekommst, wie es denn aussehen könnte. Die fehlende Hilfestellung ist beim Lernen wirklich sehr, sehr wichtig.
Vergleich das am besten mit der Methode, wie du Kanji oder Vokabeln lernst. Wenn du jetzt deine Kanji-Karten anfertigst, da schreibst du jetzt ohne immer vier mögliche Lesungen hin, die es sein könnten, von deren bloß eine richtig ist, sondern du schreibst das Kanji hin und auf der anderen Seite dann die Lösung. Das bedeutet also, du siehst die Karte und musst dann immer selbst überlegen, was bedeutet das jetzt? Bei Vokabeln genauso. Auf der einen Seite schreibst du das auf Deutsch, auf der anderen dann eben auf Japanisch. Und wenn du das dann siehst, musst du überlegen. Du siehst das Deutsche, aha, wie heißt das jetzt auf Japanisch? Wenn du das Japanische siehst, musst du wiederum über die deutsche Übersetzung nachdenken. Damit lernst du halt wirklich, weil die Hilfestellung fehlt. Und wenn du jetzt nach Japan kommst und hier mit irgendjemandem redest, dann läuft das ja auch nie wie in einem Adventure irgendwie ab, dass du dann vier mögliche Sätze vorgegeben bekommst, die du jetzt sagen kannst, aber nur einer davon ist richtig und bringt dich weiter. Konnichiwa. Gochizousama deshita. Nee, weil wenn du Japanisch reden willst, dann bist du immer komplett auf dich alleine gestellt. Das ist ja der ganze Sinn und Zweck dahinter, eine Sprache zu lernen. Du willst sie können, ohne dass dir immer jemand vorflüstert, hey, das könnte das sein und das könnte das sein, aber du musst jetzt bitte noch das Richtige aussuchen. Ich habe bisher wirklich bloß eine einzige Grammatik-App gefunden, die es ein klein wenig besser macht. Und die nennt sich Bunpo. Bunpo setzt halt zu großen Teilen auch immer auf diese Multiple-Choice-Antworten und Satzbausteine, was ich einfach nie gut finde. Aber dort hast du zumindest ab und an wirklich mal eine Frage, wo du einfach ein Verb bekommst mit der Ansage, konjugiere das bitte in diese Form. Und dann musst du wirklich komplett frei von Hand eingeben. Damit ist Bunpo jetzt wirklich nicht sonderlich gut. Es ist halt bloß einfach besser als alles andere, was du finden kannst. Wenn du also auf Zwang irgendeine Grammatik-App suchst, dann würde ich dir empfehlen, dir die mal anzusehen. Ansonsten kann ich bloß sagen, bei Grammatik nutze die Apps maximal als Nachschlagewerk. Diese Übungen selbst, ich will nie sagen, dass die überhaupt keinen Lerneffekt haben, aber der fällt letzten Endes so gering aus, dass du dir den eigentlich auch sparen kannst. Wenn du mehr Tipps suchst, um Japanisch zu lernen, dann findest du jetzt hier am Rand meine Playlist eingeblendet. In der habe ich alle meine Videos zusammengefasst, die sich ums Japanischlernen drehen. Und da gebe ich dir auch so ein paar Tipps, die du nicht unbedingt von jedem hören wirst. Ansonsten unter dem Like-Button findest du noch mehr Ressourcen zum Japanischlernen und auch ein paar kleine Vorschläge, die du bei Amazon kaufen kannst, über meine Affiliate-Links, um mein Programm hier zu unterstützen, damit ich dir in Zukunft noch viel, viel mehr über Japan berichten kann. Und damit bedanke ich mich wie immer fürs Zuschauen und sage Ciao und bis zum nächsten Mal.